magischen Dinge. Ich möchte, dass du für mich arbeitest. Es geht immer nur um dich, oder? Was du willst und niemals um das, was ich will. Tagebuch von Magnus Sorensson. Wer ist Magnus Sorensson? Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1919, als Sorensson zu der Expedition aufbrach, die seine letzte sein sollte, auf der Suche nach einem magischen Tempel. Zwei haben wir, einer fehlt noch. Den Tempel zu finden wäre eine Wiederentdeckung historischen Ausmaßes. Ich würde der magischen Welt einen großen Dienst erweisen. Und dir selbst würde es eine Menge Respekt einbringen. Und mein Vater würde erkennen, ich bin kein Versager. Warum tragen wir einen fliegenden Teppich? Genau das habe ich mich wohl auch gefragt. Können wir bitte einfach fertig werden? Vorsichtig um die Ecke. Ein bisschen anheben. Vorsichtig. Ist was kaputt gegangen? Ich glaube nicht, obwohl ich nicht weiß, was das ist. Sieh mal einer an. Ich wusste nicht mal mehr, dass das Ding hier in der Bibliothek ist. Was ist das? Ein Temporavis. Damit kann man Zeitreisen unternehmen. Eine Zeitmaschine? Sie machen Witze. Dazu besteht kein Anlass. Man dreht die Rollen, um Zeitalter, Datum und Ort zu bestimmen. Können wir es versuchen? Selbstverständlich nicht, Dara. Zeitreisen sind äußerst gefährlich und können katastrophal enden. Also? Nachdem dieser Teppich verstaut ist, könnt ihr in aller Stille abwarten, bis eure Eltern hier sein werden. Und dann singen sie ihr Loblied auf uns und erklären unseren Eltern, wie toll wir sind? Ihr werdet es früh genug erleben. Vielen Dank für Ihren Besuch. Schön, dass Sie beide kommen konnten. Wie Sie wissen, ist Roxy unsere jüngste Schülerin. Und wir sorgen uns um sie. Wir arbeiten sehr hart und können Roxy beim Lernen kaum helfen. Wir wollen, dass sie die Chancen bekommt, die wir nie hatten. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Roxy kommt überall mühelos mit. Um ehrlich zu sein, ist sie unsere beste Schülerin. Sie können sehr stolz auf sie sein. Verzeihen Sie, dass Shaw nicht hier sein kann. Sie wissen ja, wie es ist. Das DMI schläft nie. Also, Lily, ein ausgezeichnetes Jahr bis jetzt. Sie organisiert die Arbeit des Clubs der magischen Dinge außerordentlich gut. Da zeigen sich echte Managementqualitäten. Lily im Management? Wer hätte das gedacht? Dad sollte auf der Hut sein. Am Ende kriege ich noch seinen Job. Ich bin sicher, Dad wird gleich da sein. Ja, wenn es ihm passt. Maxwell? Jared? Im Stau gestanden? Oder hattest du uns vergessen? Können wir anfangen? Ich habe noch einen Termin. Natürlich. Zuerst einmal, Imogen hat ein erstklassiges Halbjahr abgeliefert. Sie ist akribisch bei ihren Forschungsarbeiten und wenn sie so weitermacht, steht ihr für eine Karriere beim DMI nichts im Wege. Ich bin sehr stolz, Imogen. Dara allerdings ist die wahre Überraschung. Sein hoher Arbeitseinsatz und sein großes fachliches Interesse sind wirklich herausragend. Exzellent. Das wird ihm sehr helfen, wenn er anfängt, für mich zu arbeiten. Dad. Einen respektablen Posten bei einer bekannten Firma zu haben, ist ja wohl besser als der mittlere Dienst beim DMI. Stimmen Sie mir dazu, Maxwell? Solltest du das nicht mich fragen? Danke für Ihre Zeit, Professor. Dad. Könntest du aufhören, mich wie ein Kind zu behandeln? Ich bin alt genug für meine eigenen Entscheidungen. Das merke ich. Wenn du weiter Träumen nachjagen willst, nur zu. Danke sehr. Aber erwarte keine Hilfe von mir oder sonst jemandem. Dad, das kannst du nicht machen. Du bist mein Sohn. Und ich sorge mich um deine Zukunft. Merkwürdige Art, das zu zeigen. Wenn du erst deine eigene Familie hast, wirst du mich verstehen. Dara, entschuldige diesen Vorfall.
machen wir einfach weiter. Dein Gespräch können wir hier führen. Wahrscheinlich nur Leiter. Also, zu deinen hervorragenden Ergebnissen. Oh. Es bestätigt nur, was wir schon wissen. Mein Dad interessiert sich nicht für mich. Ich denke, das stimmt so nicht. Reden wir besser über was anderes. Nun, ich habe über die Schlüssel nachgedacht. Wir wissen, es gibt 3 davon, richtig? Also? Also, warum erwähnte Magnus keinen 3. Schlüssel? Vielleicht wusste er nicht, dass es 3 sind. Er musste es wissen. Aber warum steht darüber nichts in den Tagebüchern? Tagebücher? Entschuldigung, Tagebuch. Nein. Was denn? Und wenn du recht hast, vielleicht gibt es ja ein 2. Tagebuch. Seine letzten Aufzeichnungen enden mit dem Fehlschlag beim 2. Schlüssel. Keinerlei Hinweise auf ein weiteres Tagebuch. Was sind das für Zahlen? Telefonnummern? Hatten die schon Telefon 1919? Ja, hatten sie, aber das hier sind geografische Koordinaten. Hier. Längengrad und Breitengrad. Das ist westlich von Hue in Zentralvietnam. Also wenn Magnus ein neues Tagebuch angefangen hat, könnte es dort gewesen sein. Was bedeuten die letzten 8 Zahlen? 29081919. Der 29. August 1919. Jetzt wissen wir wann und wo, aber wo ist das 2. Tagebuch? Auf keinen Fall. Was hat Maxwell über Zeitreisen gesagt? Er hat übertrieben, um uns abzuschrecken. Willst du etwa nicht wissen, wie sich eine Zeitreise anfühlt? Ich glaube es nicht, dass ich dir überhaupt zuhöre. Ich kann es kaum erwarten, ihm leibhaftig gegenüberzustehen. Wenn das Ding überhaupt funktioniert. Wir sollten es testen. Eine ganz kleine Reise. Und ich weiß auch schon, wohin. Ich denke, das war der Auslöser. Werden wir gleich wissen. Ich bin alt genug für meine eigene. Wir sind immer noch hier. Warte. Das merke ich. Wenn du weiter Träumen nachjagen willst. Nur komm mit. Aber erwarte keine Hilfe von mir. Oder sonst jemandem. Dad, das kannst du nicht machen. Warum bringst du mich ausgerechnet hierher? Mein Sohn? Sieh dir deinen Vater an. Und ich sorge mich um deine Zukunft. Merkwürdige Art, das zu zeigen. Wenn du erst eine eigene Familie hast, wirst du mich verstehen. Sorgt sich um dich. Ja, wie auch immer. Das Ding funktioniert, also legen wir los. Wahrscheinlich nur Leiter. Also, zu deinen hervorragenden Ergebnissen. Oh. Jetzt nicht mehr die Bibliothek. Versucht es nochmal. Da kommt kein Treibstoff. Sechs Wochen umsonst in diesem stinkenden Dschungel. Ich will jetzt hier weg. Repariert das! Das ist er. Magnus Sorensen. Der magische Ausbruch sollte hier stattfinden. Und wonach suchen wir jetzt genau? Ja, ich bin um 6 zu Hause. Soll ich irgendwas mitbringen? Ekelhaft. Nein, nicht du, Liebling. Irgendwas stinkt hier. Ich werde Eis mitbringen. Die Kids lieben das an Sonntagen. Was ist denn bloß mit meiner Stimme los? Ich denke, den magischen Ausbruch kennen wir jetzt. Vielleicht Feuchtigkeit in den Leitungen. Ich muss die ausbauen.
Ich will, dass es funktioniert. Schlüssel. Wir warten erst mal und folgen ihm dann. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Vergiss es. Ich rieche gar nichts. Weil die Magie nur auf der Brücke wirkt. Also, warum gehen wir da nicht auf die Brücke? Weil wir zu wenig über die Art dieser Magie wissen. Da einfach so raufzugehen, wäre dämlich. Soll das heißen, ich bin dämlich? Das heißt nur, wir sollten vorsichtig sein. Ist das der richtige Ton? Hört mal, ihr zwei. Wir haben eine Aufgabe. Hebt euch euren persönlichen Kram für später auf. Okay? Roxy, du gehst mit Imogen in die Bibliothek und ihr findet alles über magische Düfte heraus. Peter und ich bleiben hier. Gute Idee. Komm schon. Ich weiß, dass das für euch beide schwer ist, aber ihr müsst lernen, damit umzugehen. Sie haben nichts dabei, nur das hier. Hier sitzen wir also fest. Irgendwo im Nirgendwo. Und plötzlich tauchen ein Elf und ein Menschenmädchen auf. Ein merkwürdiger Zufall, findet ihr nicht? Jetzt erzählt mir mal und lügt mich nicht an. Wieso seid ihr hier? Wollt ihr hier spionieren? Irgendwie schon. Kyra. Wir sind Magieschüler und kommen aus der Zukunft. Und wir forschen über sie. Aus der Zukunft, sagst du? Sagen wir mal, ich glaube euch. Warum interessiert ihr euch für mich? Wir erforschen ihre Suche zum Tempel des purpurnen Lotus. Was wisst ihr über den Tempel? Eigentlich noch gar nichts. Halt deine Klappe, Elf! Wir wissen, dass sie zwei Schlüssel kennen, aber ihr Tagebuch endet, bevor sie den dritten finden konnten. Wir sind durch ein Zeitportal gekommen, weil wir an ein zweites Tagebuch glauben, was etwas über dessen Verbleib aussagt. Meinst du vielleicht das hier? Den Elfen hier raus. Um den kümmern wir uns später. Und du? Setz dich. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Aber ich bezweifle, dass es die ganze Wahrheit ist. Wir sind einfach nur Schüler. Wir wollen ihnen nichts Böses. Vielleicht. Aber ihr wisst von meiner Suche nach dem Tempel. Was genau wisst ihr davon? Ihr Tagebuch sagt, sie sind hier seit dem 29. August 1919. 16. Breitengrad, 46 Minuten, 37 Sekunden Nord, Längengrad 107, 59 Minuten, 9 Sekunden Ost. Du bist aber sehr präzise. Danke sehr.
Im Tagebuch steht außerdem, sie fanden den Schlüssel nicht. Den in Thailand habe ich auch nicht gefunden und ich verstehe nicht, warum nicht. Hast du vielleicht eine Idee? Nein, ich weiß wirklich nicht mehr. Wenn Sie uns bitte gehen lassen würden. Nein. Wenn ihr wirklich aus der Zukunft kommen solltet, haben wir eine Menge zu besprechen. Du sagst, ihr seid durch ein Zeitportal gekommen. Das wäre von unschätzbarem Wert. Wo ist das? Na, im Dschungel. Gar nicht weit von hier. Aber ich kann es nicht kontrollieren. Es wird von unserer Zeit aus gesteuert. Die Stimme verändern. Ha, Kairos Handy und das Temporalis. Der Professor sagte doch nicht anfassen. Dara schien doch sehr interessiert daran. Erinnerst du dich? 16. Breitengrad, 46 Minuten, 37 Sekunden Nord, Längengrad 107, 59 Minuten, 9 Sekunden Ost. Der Elf ist entkommen. Findet ihn! Es war dein Werk, aber du bist weder eine Elfe noch eine Fee. Was nur eins bedeuten kann. Du bist ein Dreiling. Aber sag, warum hast du uns das nicht mitgeteilt? Du bist eine von uns. Ernsthaft jetzt, wie lange kann es dauern, sowas nachzuschlagen? Warum gehen wir nicht einfach auf die Brücke und sehen, was passiert? Professor Maxwell sagte, ich verfüge über Fähigkeiten im Management. Und Managerinnen treffen Entscheidungen. Kommst du mit? Entschuldige den schroffen Empfang. Aber als Dreiling hast du bestimmt Verständnis für mein Misstrauen. Ehrlich gesagt, nein. Ich habe noch nie einen anderen Dreiling getroffen. Ach, tatsächlich? Ich würde mich vorstellen, aber du kennst meinen Namen ja schon. Aber ich kenne deinen nicht. Ich heiße Kyra. Wenn ihr wirklich aus der Zukunft kommen solltet, haben wir eine Menge zu besprechen. Kyra hat uns das als Hilferuf gesendet. Was machen Sie und Dara da nur? Wir haben die Koordinaten und die Jahreszahl. Versuchen wir es. Nein, Roxy, du bleibst hier. Warum denn? Jemand muss Maxwell erzählen, was passiert ist, falls wir nicht zurückkommen. Also, Kyra. Warum hast du diesen Elfen mitgebracht? Warum denn nicht? Er ist mein Freund. Dein Freund? Dann ist meine Suche nach dem Tempel ganz sicher zum Scheitern verurteilt. Was soll das heißen? Ihr forscht über mich und wisst doch so wenig über den purpurnen Lotus. Erzählen Sie mir was. Willst du es wirklich wagen? Ich bin vorsichtig. Wünsch mir Glück. Ich hoffe, ich muss nicht mit dem Professor darüber reden. Du suchst da drüben. Ich gehe hier lang. Imogen, was machst du denn hier? Dein Allerwertesten retten, wie immer. Was treibt ihr beiden denn hier? Vergiss das kurz. Kyra ist in Schwierigkeiten. Jahrhundertelang wurde die magische Welt von Feen und Elfen dominiert. Halblinge wurden toleriert, aber Dreilinge waren für die das Allerletzte. Verrichteten niederste Aufgaben. Wieso? Weil diese Reinblüter davon ausgingen, allen anderen überlegen zu sein. Und diese Unterdrückung ging so lange weiter, bis ein sehr schlauer Dreiling, sein Name war Bannock, genug davon hatte. Er arbeitete heimlich, riskierte die schlimmste aller Strafen. Bannock arbeitete jahrelang an der Erschaffung des purpurnen Lotus. Sie erwähnten den Tempel des Lotus im ersten Tagebuch.
einzige Blume soll alles verändern? Du und ich, wir sind Dreilinge, Kyra. Unser Eins hat viel zu lange gelitten. Hilf mir, den Tempel zu finden. Und wenn der Lotus blüht, finden wir zusammen heraus, wozu er fähig ist. Du dir später abholen. Komm schon, eine Sekunde. Habt ihr ihn erwischt? Das Signal, wir dachten, sie brauchen uns. Vollidioten! Das war das Werk des Elfen. Los, findet ihn! Gute Arbeit, Schwester Herz. Hast du's? Zeit aufzubrechen. Das ist unser Problem. Rankidia vomitosia. Habe ich tatsächlich noch nie so gesehen. Wahrscheinlich, weil sie nur in Achselhöhlen von Ogern gedeihen. Das erklärt wohl auch den üblen Geruch. Wie wird man die los? Das war's schon. Mission abgeschlossen. Was? Deine Stimme. Die klingt doch nicht schlecht. Du solltest dich mal hören. Du klingst wie ein durchgeknalltes Eichhörnchen. Und du klingst wie der Bass im Männerquartett. Naja, wenigstens haben wir das Problem gelöst. Und wann kommen unsere normalen Stimmen wieder? Kann nicht mehr lange dauern. Bist du sicher? Nein. Wo kommt ihr denn her? Was ist denn mit dir los? Nebenwirkungen einer Mission. Die wir erfolgreich abgeschlossen haben, auch ohne euch. Ihr seid wieder zurück? Zurück von wo? Was ist das? Ein altes Buch, das ich gefunden habe. Interessant. Ich habe auch so eins gefunden. Faszinierende Lektüre. Es ist an der Zeit, uns einzuweihen. Ich will ganz genau wissen, was hier eigentlich vorgeht. Roxy, jedes einzelne Detail. Thank you.